Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Glossy Box in der Muttertagsedition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Limited Edition Sonderbox von der Glossy Box. Glossy Box ist ja normalerweise so eine monatliche Abo-Box. Und hier haben wir jetzt eine Limited Edition, die kosten normalerweise 45 Euro, für Abonnenten kosten die 35 Euro. Noch habe ich einen Code, mal gucken, ob der noch gilt. Claudi Limited oder Claudia Limited, damit bekommen diejenigen, die kein Abo haben, die Box für 40 anstatt für 45 Euro. Ich packe euch mal den Link, mit dem ihr mich supporten könnt, wenn ihr darüber bestellen würdet, in die Infobox, wie auch weitere Informationen. Hier habe ich auf jeden Fall die Sonderedition der Muttertags Limited Edition und eine wunderschöne Box, überhaupt keine Frage. Es ist total schön und es ist nicht nur drauf geprintet, sondern du hast hier auch wirklich so ein erhabenes Design und das ist eben die Sache, Glossy Box hat auch wirklich immer sehr schöne Boxen. Und ja, wir öffnen das Ganze mal. Es ist sehr, sehr schwer. Das heißt, es wird auch ganz gut gefüllt sein. Hier haben wir dann einmal den Deckel. Und dann habe ich hier einmal den Blick quasi drauf. Unser Magazin ist jetzt digital. The Beauty of You heißt die Edition hier. Diese Box ist für dich. Unsere besondere Limited Edition zum Muttertag steckt voller ausgewählter Essentials. Liebevoll in eine Special Design Box verpackt. Diese neuen hochwertigen Produkt-Highlights sind das perfekte Geschenk für all deine Lieblingsfrauen, Mamas, Tanten, Schwestern, Freundinnen und natürlich dich selbst. Beschert jede Menge Liebe, Geborgenheit sowie schönste Me-Time. Genieß sie in vollen Zügen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Es ist sehr charmant geschrieben und dann schauen wir doch einfach mal direkt in die Box, die einen angenehmen, blumigen, aber gleichzeitig auch leicht zitrischen Duft hat. Okay, die ist wirklich sehr prall gefüllt und da haben wir ganz offensichtlich auch einen großen Warenwert zu erwarten, denn das erste, was einem so entgegenspringt, ist mal wieder ein Avant-Produkt und hier haben wir Collagen Intense Radiance Activator Serum 30 ml und das ist mit Retinol, also quasi der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Das ist immer eine ganz schöne Geschichte. Ich glaube, das kostet halt auch schon so seine um 100 Euro, ne? Avant ist immer so eine Marke, das wird immer wieder diskutiert, auch in den Kommentaren, sobald sie in Boxen drin ist. Das sind gute Produkte, ne? Also die sind durchaus brauchbar, die machen auch schöne Sachen mit der Haut, aber sie sind halt nicht ihr Geld so in dem Mega-Umfang wert. Ein Viertel davon würde ich tatsächlich dafür ausgeben, ne? Und würde mir das Produkt dann gerne holen, weil ich, wie gesagt, das auch gut finde. Aber ich finde es einfach sehr stark überteuert ausgewiesen immer. Dann machen wir mit dem nächsten weiter und zwar haben wir eine Handcreme von Bloom and Blossom Hands Up Age Defying Hand Cream und hier sind drin, oh, Niacinamide sind hier drin, das ist sehr cool, 15 ml. Niacinamide sind halt auch eine schöne Geschichte, um die Haut in dem Sinne auszugleichen, zu beruhigen, ne? Das ist immer so diese Wirkung von Niacinamiden und für Hände finde ich das auch sehr interessant. Kann man auch gut gebrauchen, sage ich auch nicht zu, ne? Etwas Großes haben wir hier mit dabei und zwar ist es von Kalin Perfumes Belle Icon. Ich denke, das wird ein Dupe sein zu irgendeinem Parfum, was wir kennen. 60 ml sind hier drin. Ich habe jetzt wirklich durch diverse Kooperationen und so wirklich schon genug Düfte da. Ich kann euch aber mal einblenden, zu welchem Duft das sein soll. Also es ist sehr, sehr ansprechend. Ne? Orientalischer Duft steht hier hinten halt drauf mit Saffron, Jasmine und Cedarwood. Das ist schon voll so mein Ding. Ne? Also Zedernholz und Jasmin und Saffron dürfte dann Safran sein. Ne? Dann habe ich hier als nächstes noch so ein kleines Tübchen drin und zwar von Peter Thomas Roth, eine Cucumber Gel Mask, sehr schön, Detox und Hydrator Refreshing Cooling Moisturizing Gel, das beruhigt die Haut und macht die trockene Haut quasi weg, das finde ich klasse, das werde ich verwenden, 14 ml haben wir hier drin und sowas ist etwas, alt und jung verwenden kann, ne? Also mit 33, 34 kann ich das auf jeden Fall gut gebrauchen. Meine Mom mit 61 kann das gut gebrauchen. Ja, gut aufgehoben. Also bislang haben wir hier wirklich Sachen drin, wo ich sage, das kann was werden. Dann kommt ja bald hoffentlich der Frühling. Also ich freue mich auch schon auf Malaga tatsächlich. Anfang Mai bin ich ja mit Dalton in Malaga und da werde ich das hier gebrauchen. Lancaster Golden Tan Maximizer One Month Tan Prolonging After Sun
Lotion, das sind 50 Milliliter, das haben wir öfters auch mal so in Adventskalendern und sowas drin, ne? Das ist einfach ein Produkt, was dafür sorgt, dass dein Ton, also quasi die Bräune deiner Haut länger erhalten bleibt. Und deswegen finde ich das auch ganz praktisch. Ja, und es ist halt gar nicht mal so günstig, ne? Dann haben wir hier von Ila Maska eine Mascara drin. Sehr schön. Mensch, 10 Milliliter. Ich finde Mascaren in solchen Limited Editions, in solchen Sondereditionen auch immer richtig gut aufgehoben. Prost übrigens. Echt gerade so ein Krümel im Hals, ne? Das hier ist, ja, eine Mascara. Hat die einen Namen? Einfach nur Mascara? Öde, hm. Ja, Peter approved, also ist vegan und tierversuchsfrei. Das ist auch nett. Ich glaube, ich habe von Ila Maska noch nie eine Mascara gehabt, oder? Riecht nach Mandel. Und auch so ein bisschen nach irgendwas. Ja, nach Mandel riecht die einfach. Ja, nach Mandel. Mandel. Mandelaroma wollte ich gerade sagen. Ja, nach Mandel halt. Wir haben ein Kunstfaserbürstchen. Buschig. Könnte was werden. Ist irgendwie so ein bisschen abgeknickt, ne? Das finde ich interessant. Dann haben wir was drin, was man safe auch gebrauchen kann, denn duschen müssen wir alle. Du bist wunderbar von Kneipp. Ich mag das einfach, dass sie so tolle Sachen drauf schreiben. Granatapfel-Kakao, damit du das nie vergisst. Ach, süß, ne? Ja. Granatapfel-Kakao ist aber auch tatsächlich eine ganz interessante Kombi, Leute. Da müssen wir erstmal dran riechen. Hallo. Man riecht mehr den Granatapfel als den Kakao. Weiß ich jetzt nicht, wie sich das dann anriecht, wenn man das unter der Dusche verwendet, wenn ja auch alles ein bisschen wärmer ist. Es riecht auf jeden Fall angenehm. Also es könnte was für meinen Freund tatsächlich sein, weil mein Freund liebt Granatapfelduft und er liebt Kakao, aber mein Freund hat so viel Duschgel, der wird mir das an den Kopf werfen. Ne? Ja. Okay, dann habe ich hier noch ein dekoratives Kosmetikprodukt von Barbour drin. Lipid Lip Fluid. Das ist witzig, denn ich habe gerade auch was von Barbour auf den Lippen. Ich weiß gar nicht, wo der mal mit drin war. Juicy Red ist hier nämlich die Farbbezeichnung von dem Produkt von meinen Lippen. Und hier haben wir dann in der Farbe 02 Raspberry ein Produkt von Barbour. Oha! Oha! Ja, das ist krass, ne? Mal gucken. Das kann ich doch jetzt auftragen, ne? Ist halt wirklich totaler Beereton. Riecht auch sehr süß, sehr himbeerig auch. Also sieht sehr himbeerig auch aus. Ich mache den jetzt einfach drüber, ne? Weil der wird ja intensiver sein als das, was ich jetzt drauf habe. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Das sieht richtig juicy aus. Oh, das mag ich. Ich finde das schön. Ich finde das richtig schön. Also toller Ton, mag ich gerne leiden. Und das letzte, was ich hier in der Box drin habe, ist von I Want You Naked, ein Aromatherapy Spray. Good Karma, die feine Komposition aus ätherischen Mandarinen und Mandarinen und Lorbeeröl wirkt harmonisierend, stimmungsaufhellend. Diese Mischung aus Kopf- und Herznote hilft loszulassen, macht unternehmungslustig und sorgt für heitere Gelassenheit. Okay, für mehr positive Energie im Leben. Yay. Kannst du als Kissenspray verwenden, aber auch als Körperspray. Aber ich mag Mandarine halt nicht so gerne. Deswegen wird das weiter wandern, weil das ist mir dann zu zitrisch irgendwie. Deswegen, ja. Aber das ist ganz nett überlegt, ne? Also das wäre jetzt hier die Box gewesen. Ich finde die ganz schön. Also für 35 Euro kann ich da eigentlich mich nicht beschweren. Ich finde es schön, dass wir einen Duft mit dabei haben. Ich finde es schön, dass wir hier auch hochwertige Marken mit dabei haben. Barbour passt auch irgendwie immer. Die klassischen Ampullen haben wir diesmal nicht mit dabei. Auf jeden Fall Ila Maska finde ich jetzt auch nicht verkehrt, ne? Das ist halt auch eine schöne Geschichte. Tolle Produkte, ne? Was meint ihr? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne auch austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!